Wir haben ja echt eine hohe Artenvielfalt. Leg mal den Futterplatz einfach mit Köderfische voll, fütter ein bisschen Futter drauf, ganz normales loses Futter und hoffen mal, dass der Plan aufgeht. Hier ist überall Kraut, dahinter geht es direkt runter auf 3-4 Meter. Aber der Clou an der Stelle ist, auf der Tiefe hängen, quasi durch diesen Knick. Ja, 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 ja. Jo, Biss, Junge, Biss. Läuft und läuft und läuft. Na? Fisch drauf. Das ist ein richtig guter Fisch. Hol den Anfasser hier. Ja, Fisch. Fisch gerade versorgt und dann geht er wieder hin. Hängt auch. Und er ist auch gar nicht klein, wie es sich anfühlt. Alter, wo will der denn hin? Was ist das denn? Die Idee, den Platz vom Kraftwagen zu belegen, war die beste, beste Idee am Morgen, sagen wir so, wo wir uns entschieden haben, hier hinzugehen. Ja, hallo liebe Freunde vom Balzer-Kanal. Wir sind wieder unterwegs hier, Team Chaos Balzer, gibt wieder alles. Ja, ihr habt es gesehen, in der letzten Folge haben wir hier am Bestiensee auf Weißfische geangelt. So, haben gefangen, wunderschön, große Aalande, Brassen, alles war dabei. Ja, und jetzt wollen wir hier probieren, mal einen großen Hecht, Zander oder Barsch zu fangen. Ja, warum wir das tun? Ich hatte hier immer wieder mal beim Reinholen harte Kontakte an der Fiederroute, irgendwie Rotaugen, die dann verletzt waren. Zeugt davon, dass hier wahrscheinlich große Hechte am Platz sind. Natürlich, wenn Dauerfutter ist, ne, ich fütter jetzt schon 1,5 Wochen und gehe immer noch regelmäßig angeln, versuche meine Köderfische zu fangen, alles. Aber es funktioniert fast nicht mehr. Also liegt der Verdacht nahe, dass sie sich ein paar große Räuber eingefunden haben. Da draus zu finden, haben wir jetzt mal schon aufgebaut hier. Ein paar Routen liegen drin. Ne, eine manchmal mit kleinen Fischchen, eine mit ja, etwas größeren, mittleren. Leg mal den Futterplatz einfach mit Köderfische voll, fütter ein bisschen Futter drauf, ganz normales loses Futter. Ja, und hoffen mal, dass unser Plan aufgeht. Also, wir kommen am Bestiensee und ihr seid dabei. Wir fangen jetzt an. Bis gleich. Ja, sitzen hier wieder am großen Baggersee, wie ihr schon mitbekommen habt. Und auch im ersten Teil vom Friedfischangeln. Also wir haben hier echt eine hohe Artenvielfalt. Vom Aaland über Döbel, über Karpfen. Hier ist Brasse, Rotauge. Störe schwimmen hier rum. Aale, Schleien. Ne? Also hier ist wirklich alles, was man sich vorstellen kann. Und genauso ist es auch mit den Räubern. Wir haben ja echt einen guten Bestand an Räubern drin. Also eine schöne fette Zander drin, richtig große Hechte, schöne Barsche. Ne? Wels kommt auch vor, auch mittlerweile sehr häufig. Werden öfters mal gefangen, ne? Auch schon gezielt. Klopfen oder sowas. Darum bin ich immer ganz zuversichtlich hier mit einem Köderfischchen, gerade auf dem Futterplatz, wo wir die ganze Zeit Weißfische angeln. Immer sehr zuversichtlich, dass wir da auch noch den einen oder anderen Räuber kriegen. Ja. Klar, da ist so indirektes Füttern, wo sich natürlich viele Weißfische tummeln, ne? Viele Rotaugen und sowas. Ich habe das ja schon erlebt beim Fiedern, einen schönen Aaland und drillen bis an der Kante und dass da ein riesen Hecht hinterher geschwommen ist, sich den Aaland angeguckt hat und der hat natürlich auf Futterplatz gewartet, dass sich irgendeiner unnatürlich verhält oder ob da irgendwas tot rumliegt, ne? Und wenn er leicht kriegen kann, nimmt er natürlich auch mit. Und das ist unser Plan heute, ne? Einfach mal sitzen, ausprobieren, mal abwarten, was kommt. Über mal Fischchen drauf, verschiedene Größen, mal etwas größeres Rotauge, ganz kleines Rotauge. Ne? Und ja, wie ihr seht, haben wir hier schon eine ganze Armada aufgebaut. Ich habe eine Route noch hier fertig liegen. Die muss ich ja noch reinballern. Eigentlich so die Standardmontage, wie ich es oft erklärt habe. Ne? Ich mache gerne mit diesen Stehaufbleien, um die Schnur so ein bisschen über Kraut oder Äste oder sonstigen Hindernissen am Boden wegzuführen. Und dann nutze ich halt gerne so einen Stehaufblei. Das ist so ein Balsaholz mit einem Blei eingelassen. Ja, und da steht er immer schön aufrecht im Wasser. Und dann kannst du ziemlich, oder kann der Fisch ziemlich hindernisfrei abziehen oder druckfrei. Ja, ein kleines Wirbelchen. Und dann habe ich hier meine Hartmono, 45er. Und dann einen kleinen Ornerhaken. Ne, den nehme ich für so ein kleines Rotauge. Auf den anderen Routen habe ich ein System dran. So ein 2-Drilling-System. Ne, Standard von uns vom Balzer, auch mit Stehaufblei. Und dann halt ein kleines totes Fischchen. Einen Haken im Schwanz, einen im Nacken. Aber das zeigen wir gleich nochmal. Ja, und so gehen wir halt hier vor und versuchen irgendwie einen Räuber zu überreden, zu beißen. Aber es ist oftmals so, ich erlebe es immer wieder, wir sitzen hier am Angeln, am Fiedern oder am Stippen oder auch schon mit Wacklerpose. Dann kriegen wir Bisse die ganze Zeit, mit einmal ist alles vorbei. Ne? Und die Fische können nicht von einer auf andere Minute weg sein. Das ist meistens Zeichen dafür, dass ein großer Räuber da ist. Und ich habe jetzt tatsächlich auch einen Eimer voll angefüttert, ne? Um die Köderfische drumherum, um halt andere Weißfische anzulocken. Und die Weißfische benutze ich dann quasi als Lockvogel, um die Räuber auf unseren Platz zu kriegen für ja, unsere Köder. Was daraus wird, ihr seid auf jeden Fall dabei. Ne? Schaut es euch an und ja, wir harren aus und hoffen, dass es nachher noch scheppert. Haben wir ein bisschen Zeit, wir bleiben auch über Nacht.
Vielleicht passiert in der Nacht noch was, felsmäßig oder so, kann man natürlich nicht wissen. Aber ich gehe davon aus, dass wir den einen oder anderen Fisch fangen. Also würde mich wundern, wenn nicht. Hier eine kleine Rotfeder. Ich mache das immer hier im See. Hake ich ihm einen Schwanz ein, einfach rein. Kann die auch aufziehen, aber so geht's auch. Und dann ist das perfekt und fertig. Dann der Köder rein. Hier vorne geht eine Sandbank runter. Und direkt vorne so eine Sandbank. Und rechts und links geht es recht steil runter. Und ich lege die Ruten quasi rechts und links neben der Sandbank. Und eine mitten drauf. Ne? Da heißt, Fische, die rankommen, finden was. Und Fische, die drauf sind, finden was. Und ja, alles, was sonst noch so über Futter rumeiert, sind wir dann halt mittendrin. Und haben die Chance, unsere Räuber hier abzugrasen. Ja, wie es aussieht, haben wir jetzt endlich einen Biss. Na? Na? Da ist der erste Fisch drauf. Das fühlt sich erst an wie nur wie ein Biss. Und dann habe ich gedacht, der hat wieder losgelassen. Aber hat sich doch reingenauert. Und wenn das der Fisch ist, den ich denke, den habe ich den gestern gesehen, der hat mich beim Drillen einen Aaland verfolgt. Und ich habe den Verdacht, das ist er. Das ist ein richtig guter Fisch. Der Kameramann musste gerade eingreifen. Aber die Diablo Deltbait, Alter, der Stock, da kriege ich ja jedes Mal, ne, zwei Stöcke von in der Hand. Ist das ein geiler Stock. Aber wenn das ein Hecht ist, dann ist der richtig gut, weil ich kriege den gar nicht hoch. Ja, so kann es gehen. Das ist ein Stör. Auch die mögen kleine Fische. Verrückterweise. Ah. Ja, auch Störe mögen kleine Fische. Der Blödmann hat sich den noch tatsächlich reingedonnert. Naja, hier war schon mal ein Start. Aber ich habe gedacht, das wäre ein riesengroßer Entenschnabel. Aber ist halt ein Stör geworden. Judy, weiter geht's. Ruten fertig machen, wieder rein damit. Ja, die Ruta gerade den ersten Fisch gebracht. Und ich einen Run hingelegt. War ein schöner Stör. Störe sind auch, sagen wir ja, Mülleimer, die rumschwimmen. Die fressen alles, auch kleine Fischchen. Ja, war ein spannender Drill, hat richtig Spaß gemacht. Aber war leider kein Hecht. Und so ein Hecht in der Größe hätte ich wohl gerne gehabt, aber naja. Besser wie kein Fisch, ne? Gucken wir mal weiter. Auf jeden Fall der Stinkmeuchel schwimmt wieder rum. Und Rute ist wieder drin, alles ist wieder startbereit. Jetzt warten wir mal auf den nächsten Biss. Jo, wieder ein Anfasser hier. Oder ist wieder einer durch die Schnur geschwommen? Das wissen wir noch nicht genau. Ja, marschiert noch. Ja, Fisch. Was soll das denn sein? Ich bin noch am Überlegen, was das sein könnte, aber irgendwann werden wir es gleich sehen. Kämpft auf jeden Fall ganz gut, wahrscheinlich ein kleiner Hecht. Boah, nee, ein Riesenbarsch. Leute, Leute, Leute. Hoppa. Da leg ich doch mal einen Barsch, ne? Kann man sehen, was auf Futterplatz sich alles rumtreibt. Ein Stör, jetzt ein Barsch. Ja, der Bursch hat auch gerade schon abgeleicht, kann man sehen. Schon ein bisschen dünner geworden wie sonst. Ah,
Schöne Kirsche. Ist aber gut verkauft an der Route. Man hätte auch denken können, das ist echt. Hör mal auf zu palabern hier. So, da ist er, Barsch, kleines Fischchen, direkt am Futterplatz. Hier der Räuber sucht seinen Futterplatz auf, versucht seinen Teil da mitzukriegen. Viele Rotaugen und so, da kommt natürlich alles hinterher. So weit ist der Plan schon mal aufgegangen. Aber jetzt müssen wir uns ein bisschen beeilen hier, fertig machen. Ja, ich habe es gerade gesehen, zweite Fisch ist im Netz. Richtig schöner Barsch, denk mal so Mitte 40, haben jetzt nicht gemessen. Fast Zielfisch. Wie gesagt, wir wollen ja Räuber fangen, allgemein auf Futterplatz. Und deshalb haben wir auch verschiedene Ködergrößen. Ich meine, da war so ein kleines Rotäugelchen dran oder Rotfeder. Dann hatte ich hier schöne Rotaugen gefangen. Frisch dran, also haben auch große Rotaugen dran. Ja, naja, riecht ein bisschen wie zu Hause. Naja, alles riecht nach Fisch. Wie gesagt, wir probieren verschiedene Ködergrößen aus, ne, und verschiedene Tiefen. Hier ist jetzt das Spezielle, hier ist so eine Sandbank, geht hier raus und sonst ist hier eigentlich eine relativ gerade Kante. Da geht echt schnurgerade durch, fällt direkt runter auf wirklich 17, 18 Meter. Kurz vom Ufer ist schon 7, 8 Meter. Und diese Bank halt, die hat so 5 bis 6 Meter. Ist der einzigste Fixpunkt, sagen wir mal, auf der ganzen Seite hier, wo eine Struktur verändert ist. So, und dadurch, dass wir hier natürlich auch schon ein paar Tage anfüttern, ne, ich angle hier öfters mal viele rote Rotaugen oder schöne Karpfen haben wir schon gefangen, ne, Störe, dicke Aallande, Brassen. Aber wenn dir dauernd Futter reingeht, stellen sich natürlich auch die Räuber ein. Räuber, klar, wo sich viele kleine Fische sammeln, gucken die immer mal vorbei. Und wenn da regelmäßig gefüttert wird und regelmäßig kleine Fische sind, kommen natürlich auch die Räuber hinterher. Und das ist halt, was wir jetzt gerade ausspielen wollen und versuchen halt, ja, einen von diesen Räubern abzugreifen. Was wir natürlich schon geschafft haben, erfolgreich. Der Stör ist zwar nicht gerade der Standardräuber, aber der gehört auch dazu. Ja, wir hoffen nochmal auf einen schönen Hecht. Jetzt ist kurz nach, ja, leicht, eigentlich schon lange vorbei, aber dies heißt alles ein bisschen später. Die Hechte haben auch, glaube vor anderthalb, zwei Wochen erst geleicht. Und haben noch so eine Art Maulsperre. Die können noch nicht so aktiv jagen, wie sie wollen. Und deshalb hoffe ich drauf, dass wir die Fische halt mit einem kleinen Fischchen am Boden überreden können, ja, zu fressen oder den einzusammeln. Weil Schmach haben sie mit Sicherheit nach Laichzeit. Ja, sonst Baggersee angeln. Ja, ihr kennt es, wie ein Problem ist, wie überall, ziemlich klares Wasser. Deshalb mit den kleinen Fischchen angle ich mit einer Hartmono. Ja, beim Hecht nicht aktiv, ungerne. Da habe ich jetzt eine Staffelfach drauf, habe mir selbst geknipst. Die Haken ein bisschen angepasst an der Ködergröße. Ne? Hab aber auch Standardvorfächer drauf von uns, vom Walzer. Also von allen ein bisschen was. Es ist auf jeden Fall eine große Mixtur an, ja, an Köder und Montagen, die wir hier draußen haben. Was nachher vorne liegt, was vielleicht fängt, werdet ihr sehen auf jeden Fall. Ihr bleibt auf jeden Fall dabei. Und ich bin guter Dinge. Wir hatten schon die ersten Action oder die ersten Aktionen. Das heißt, es ist auf jeden Fall, die Fische sind aktiv und es geht weiter. Alles klar. Also, bleibt dabei. Ich bin überzeugt, da kommt noch was. Ja, nach dem spektakulären Einstieg war dann die Nacht doch verdammt ruhig. Leider ist da nichts mehr gekommen. Irgendwie haben uns wahrscheinlich der Barsch und der Stör verpetzt. Aber wir sind jetzt wieder auf dem Weg zu neuen Stellen. Zwei Wochen später wollen wir es nochmal probieren und hoffen, dass wir da besser durchstarten. Drückt uns mal die Daumen. So Leute, wie versprochen, von der alten Stelle sind wir jetzt in der neuen gelandet und ja, probieren hier nochmal unser Glück. Ich bin zuversichtlich, weil die Hechte sind durch mit Laichen, ne? Letztes Mal ein bisschen Ärger mit der Laichzeit. Ja, deshalb bin ich zuversichtlich, dass das jetzt vielleicht funktioniert. Die Stelle ist eigentlich unspektakulär, hier ist überall Kraut, dahinter geht es direkt runter auf 3-4 Meter. Aber der Clou an der Stelle ist, ich weiß, bis gestern Abend hat hier noch ein Karpfenangler kampiert über lange Zeit. Und der hat immer viel gefüttert hier, hat abends auch gefiedert. Und sagt immer, Rotaugen sind da, Rotaugen sind weg. Ich habe natürlich nicht gesagt, warum die weg sind, weil ich ahne, warum die mal weg sind. Und ja, warum die weg sind, versuchen wir jetzt natürlich rauszufinden. Weil die kleine Message von dem Film ist auch, Bestiensee, ist ja klar, hier sind große Fische, aber die springen einen nicht so in den Kescher, also muss man ein bisschen für arbeiten. Und indirektes Anfüttern hilft tatsächlich. Und wenn man so eine Stellen hat, wo Karpfenangler ständig hocken, ist natürlich über Weißfisch und da lockt natürlich auch die Räuber an. Und deshalb sind wir an dieser Stelle jetzt, auch wenn sie unspektakulär ist, und versuchen jetzt die Räuber von diesem Futterplatz runterzulocken. Letztes Mal hat es annähernd geklappt, der große Hecht hat gefehlt, aber wahrscheinlich haben die was anderes im Kopf gehabt. Aber jetzt sind wir hier und ja, starten wir einfach mal. Also Leute, ihr seid dabei. Ich fange jetzt mal langsam an. So, heute ging mal ein bisschen anders vor wie beim letzten Mal. Da haben wir stationär am Boden gefischt. Und jetzt nutze ich eben halt hier die MK-Pose. Durch die Eigenschaften, wenn ich sie reinwerfe,
Stopper ganz hoch schieben, ne? Also viel tiefer als es wirklich ist. Lass sie absacken bis auf den Boden, schieb den Stopper nach. So, und habt dann meine gewünschte Tiefe. Kennt ihr ja schon den alten Trick mit der Pose. Ne? Wie ihr seht, die geht runter und bleibt dann auf der Tiefe hängen. Quasi durch diesen Knick, das ist eine Schlepppose. Ne? Wie gesagt, wo die Spannung raus ist. Und wenn ich dann Spannung drauf kommt, verkeilt die sich und ich kann rausholen und weiß dann ganz genau, ja, das ist die Tiefe. So, ganz normal Blei dran. Da habe ich meine Tiefe so, dass das Vorfach ja, gerade eben am Boden aufliegt. Ich ziehe den Stopper dann 5 bis 10 cm weiter runter. Das Blei schwebt über den Boden und lasse den toten Fisch immer die Kante lang treiben. Immer wieder über die Kante treiben, mit ein bisschen Wind. Man könnte auch eine Segelpose nehmen, aber total unnötig. Ne? Und wie gesagt, das ist die eine Route. Und die andere habe ich ein bisschen anders gemacht. Ich benutze dann hier, ihr kennt es auch von Matze Koch Hechtschaukel, das habe ich mir jetzt selber gemacht, einen Einzelhaken im Rücken, einen Haken in der Brustflosse. So, den stelle ich so ein, dass der Fisch so 10, 20 cm über dem Boden schwebt, wie ein normaler Fisch. Ja, und dann, wie gesagt, ist ein bisschen Arbeit, auch mit Pose. Schon fast wie Spinnfischen, weil er alle 20 Minuten neu einwerfen muss. Ja, der Vorfach muss ich auch neu machen, der ist ein bisschen verkrüsselt. Ja, man muss immer wieder neu werfen, aber immer wieder über die Kante treiben lassen. Wenn eine alte Mutti rumliegt, die faul ist und dick, ja, dann ist natürlich sowas, so ein Häppchen, optimal. Ja, heißt, so kommt auch Leben in toten Fisch rein. Ja, Vorgehensweise und wie es jetzt funktioniert, seht ihr gleich, denke ich mal, im Laufe des Films. Ich hoffe mal, es wird erfolgreich. Ich bin optimistisch. Wie gesagt, der Karpfenangler hat die ordentlich reingekillt. Wo ordentlich Futter drin ist, sind auch ordentlich Weißfische. Wo Weißfische sind, kommen auch die Hechte hinterher. So, und das wollen wir jetzt ausnutzen und ausprobieren, ob meine Theorie stimmt. Also, bis gleich. Keine Ahnung, aber zweimal war jetzt die Pose schon weg, ist wieder hochgekommen. Man kann sein, dass sie in Kraut getrieben ist mit dem Wind, aber auch sehr komisch. Keine Ahnung. Da ist die Pose gerade wieder untergegangen. Ich denke mir doch, das ist ein Hecht, aber irgendwie will er nicht so richtig. Warum lassen wir mal liegen? Mal gut. Wir sind ein bisschen vorsichtig, die Freunde hier. Abwarten. Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, ob er einen hat oder nicht hat. So Leute, ich weiß nicht, keine Ahnung. Schlage ich an, schlage ich daneben, schlage ich nicht an, ist er weg? Ist nicht. Was aber logisch war. Es gibt's doch. Ja, 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 ja. Achso, darf ich nicht. Jo, Biss, Junge, Biss. Läuft und läuft und läuft. Ja, hängt. Oh, und natürlich hat der Profiangler wieder seinen Kescher. Aber wir haben einen netten Gast da. Kannst du mir mal eben einen Kescher reichen? Dummi. Oder noch besser, du kannst keschern. Ja, macht nichts. Oh, das ist schöner. Oh ja, na gut, den haben wir noch nicht. Aber der Fisch hat auf jeden Fall eine eigene Meinung. Könnte knapp einen Meter haben. Wir haben auch einen Hecht-Vorstehhund dabei, hat sogar funktioniert. Wunderbar. Ja, hier ist ein, Hodari, hier bleiben. Rudi. Ein Angelplatz, Rudi. Wo immer Karpfenangler sitzen. Hodari. Lauf dir mal einen Schritt entgegen, weil ich kann mit der Route nicht so hoch. Sauber, der ist sogar Meter plus, ne? Ja. Warte, also ich, ja. Hoch. Ich muss den Fisch mal einmal drüber rumheben. Sind die drin? Oh, die kriegen wir raus. Oh, schöner. Das ist schöner. Hodari, geh mal weg. Hodi, ab. So, dann machen wir das jetzt. Die Angel eben einmal durch. Ja, super. Wir haben versprochen, ist der beste See, ne? Richtig guter. Ja, richtig guter. Meter plus auf jeden Fall. Hab ich noch nie gefangen. Echt? Wo? Hab ich noch nie gefangen. Siehst du. Dann müssen wir zusammen mal los hier. Naja, auf jeden Fall ist eine Rechnung aufgegangen. Bestiensee hat geliefert. Und ich hole mal eben eine Zange.
Und dann, genau, halt mal fest, ich mache die Rolle los. Warte, ich kann mal eben einfacher, ich kann eben Vorfach ausklinken. Ja. So, Haken haben wir raus. Ja. Jetzt müssen wir nur aufpassen, wir können euch nicht ganz so viel vom Fisch zeigen, weil es unheimlich warm. Und da lege ich euch allen noch bitter ein Herz, ne? Wenn ihr große Fische, große Hechte habt im Sommer, Temperaturen über 20 Grad, die brauchen unheimlich lange, sich wieder zu erholen, gerade nach so einem Drill. Darum machen wir gar nicht viel Spektakel davon. Wir machen jetzt gleich ganz schnell eine Schulaufnahme, ein kurzes Bild davon, ne? Und dann geht er wieder rein. Also ganz wichtig, große Hechte im Sommer, schnell wieder rein ins Wasser. Keine großen Fotosessions, sonst gibt es Tote. So. Ja, es ist gut 1,10 Meter. Die macht es natürlich nicht 100% genau. Also 1,10 Meter Hecht ist natürlich schon eine richtige Bombe. So Leute, so einfach kann es funktionieren. Wir haben erst gar nicht mehr mit gerechnet, aber das war jetzt vollkommen irre. Aber ich möchte euch jetzt bitte nicht aufhalten hier. Ne? Wir müssen den Fisch schnell wieder reinsetzen, sonst kriegen wir nicht mehr ans Schwimmen. Auf jeden Fall, das war der erste. Vielleicht kriege ich dann noch einen zu sehen. Bis später. Wow. Ah. So, das hat geklappt. Unglaublich. Ich bin erstmal selig. Ganz außer Atem noch. War ganz schön Action gerade. Von dem noch beschwert, der wollte ihn nicht richtig nehmen. Der hat irgendwie 4-5 Mal den Köderfisch aufgenommen, Stück gezogen und liegen lassen. Also, ja, eigentlich kenne ich so ein Verhalten aus dem Winter, wenn die passiv sind. Ne? Aber irgendwas war mit dem, dass er übervorsichtig war. Aber gut, letztendlich hat es geklappt. Der hat mitten auf den Futterplatz gebissen. Ne? Also quasi, ich habe ja vorhin auch noch mal ein bisschen Roggenweizen reingeschmissen und der hat wirklich auf den Futterplatz gelegen. Und ja, alles haut ab und einer liegt dann noch doof rum. Beziehungsweise der war leicht treibend über den Futterplatz. Ja, und hat sich dann reingedonnert. Aber vorher ein paar Mal ordentlich getestet. Mega, freue mich ja. Meter plus ist die Hauptsache. Und naja, ich lasse mich mal überraschen, da geht der nächste hin. Oh, gerade noch gekündigt. Erster Fisch gerade versorgt und dann geht er wieder hin. Ja, hängt auch. Ja, wie gesagt, hier ist ein Futterplatz vom Karpfenangler. Wir wollen euch erklären. Och, guck mal, ist der süß. Ein Barsch! Leck mich am Arsch. Entschuldigung, darf man so im Video sagen, leck mich am Arsch, aber. Oh, der hängt knapp. Ja, auch Barsche mögen kleine tote Fische. Aber das ist ja so eine Beißphase, ist abends immer hier. Da kann das Schlag auf Schlag. Au, gehen. Mich hat noch nie ein Barsch gebissen, aber der hat es geschafft. So, Haken ist raus. Normal hänge ich so das Köderfisch dran, ne? Darf man nicht sagen, ne? Aber auch nicht schlecht, ne? Jetzt innerhalb von 5 Minuten 2 schöne Fische. Also, ich wollte eigentlich meinen Multivitaminsaft saugen, aber es ist ausgefallen wegen Fische fangen. Juti. Dann hauen wir nochmal schnell wieder rein. So. Ja, könnte ein Biss sein. Ich bin mir nicht gerade nicht sicher, ob er irgendwo reingetrieben ist. Oh ne, da hängt gut was drin. Ja, das ist ein Fisch. Das ist nicht zu glauben, ne? Ich habe gedacht, der wäre in Kraut getrieben. Und der ist auch gar nicht klein, wie es sich anfühlt. Bestiensee 2.0. Boah. Entweder verkauft er sich gut oder ist wirklich gut. Oh, der ist gut. Oh, der ist richtig gut. Boah, das ist ja wieder so eine Maschine. Ach ja. Och, alles gut. Nicht ganz so groß wie der von vorhin. Oh, der hängt aber knapp. Oh, der hängt aber knapp. Der hängt aber ganz knapp. Der ist noch nicht so. Alter. Upala. Der ist zwar nicht so lang wie der andere, aber eine richtige Kante, ey. Richtige, richtige Kante. Ja, die werden wir jetzt gleich auch schnell mehr versorgen. Damit wir weiterhin noch schöne Fische fangen können, ne? Aber oh, ich bin glücklich, funktioniert. Ich danke an den Karpfenangler, der mich gefüttert hat. Der hat mich 2 Tage beobachtet und das ist halt die Message, die ich euch vermitteln möchte, ne? Geht mal da, wo immer Karpfenangler sind, da sind Weißfische und wo die Weißfische sind, kommen die großen Hechte hin. Ne? Ihr seht's. Aber pst, die Karpfenangler werden mich jetzt hassen, aber probiert's mal aus. Ja, Dominik macht mir gerade die Abpackmatte nass. Das ist immer schön, wenn Leute dabei sind, die helfen.
Normal kommen die mal saufen mir ein Bier weg, aber jetzt können sie auch mal sitzig machen. Nein, ich trinke ja kein Bier beim Angeln, stimmt doch gar nicht. Ah, ihr seht, der ist noch taufrisch, der Bursche. Ah. Oh, ist das ein Moped. Richtig schweres Moped. Wenn der jetzt einen Fehler macht, mach ich auch einen Fehler, weil der hängt mit der Zähne drin. So, mach schnell. Guckt euch das an, Leute. Ja, was soll ich dazu sagen, ne? Planvoll aufgegangen. Der ist auch richtig rund. Ich habe ein paar Köderfische angefüttert. Ich spüre die im Bauch. Der hat schon wahrscheinlich den ganzen Tag da gelegen und hat meine Köderfische weggenascht. Ja, und jetzt hängt er hier in der Hand, ne? Ich lege mal schnell drauf, mal andersrum. Ich meine, hört sich jetzt doof an. Jetzt gucke ich nicht wirklich noch, ob der Hecht da ist. Wieder so 1,10 Meter. Aber ihr seht es, ne, nicht weniger. 1,9 Meter, 1,8 Meter. Aber der ist wesentlich massiver wie der andere von gerade. Ja, super. Top. Ach, ich krieg die Finger wieder nicht raus. Au, 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 au. Au. So. Ja. Langsam ging nicht. Titanic lässt Luft ab. Fup. Ich hab keine Lust mehr, komm, ich fahr jetzt nach Hause. Vielen Dank. Ja, crazy Angeltag heute. Total verrückt. Der Kollege war gerade noch da, Kaffee trinken. Wir haben noch Golf in den ersten Hecht zu keschern. Herr Dominik, habt ihr gesehen. Und ja, wir saßen echt total relaxed hier. Wie gesagt, dann gucke ich nach rechts. Wie so ist beim Unterhalten, Pose da, guck nach links, guck wieder nach rechts, ist die Pose weg. Ich sag, okay. Hatte erst den Verdacht auch wieder, dass da irgendwie Kraut getrieben ist, aber ich hab's gesehen, ganz schön fettes Kraut, ne? Und das Geile an dem Fisch war, ich hatte vorher ein paar Köderfische reingeschmissen, total bekloppt, denn die konnte ich im Bauch fühlen. Ich glaube, die waren sogar noch gefroren, weil das war, glaube ich, 5 Minuten vorher, 10 Minuten vorher, weil ich ein paar Rotaugen reingeschmissen habe. Und ja, die hatte der schon drin. Die konnte man fühlen. Habt ihr ja, wie gesagt, vorhin gesagt, ich hab's ja mal eben so, ne? Ich hab ja wieder durchhing, der Fisch. Das war ja unglaublich. Also, ja, das ist Bestiensee, ne? Kann so laufen, kann aber auch schief laufen. Aber heute läuft. Ich meine, wir haben auch Schneidertage hier, gar keine Frage. Aber ich glaube, die Idee, den Platz vom Karpfenangler zu belegen, war die beste, beste Idee am Morgen, sagen wir so, wo wir uns entschieden haben, hier hinzugehen. Und ich weiß nicht, ich glaube, heute ist noch alles möglich. Naja, ich bin zufrieden. Ich hoffe, ihr auch. Ja, letztes Mal gesagt, drückt mir die Daumen. Haben ganz viele getan, weil so viel Glück kann man nicht immer haben. Ne? Naja, aber wir haben noch ein bisschen was vor uns und ein paar Stündchen machen wir noch. Ich glaube, 2 oder 3 eingefrorene habe ich noch. Habe ich gerade in die Sonne gelegt da. Naja, wenn wir die noch versemmelt haben und Fische mitgefangen haben, dann können wir sagen, perfekter Tag. Obwohl 2 Fische über Meter, ich beschwere mich nicht. Ich bin vollkommen zufrieden. Ne? Plan aufgegangen, nach so viel Fehlangriffen, auch mal wieder schön, große Fische zu fangen. Juti. Na, okay. Sehen wir uns, wenn sich wieder was tut. Ich gehe jetzt wieder schillen. Ah, nee, kann ich nicht, ich habe Posen drauf, ich muss gucken. Hm, da ist das schade beim Angeln, deshalb angle ich lieber mit Bissanzeiger. Aber so Tage wie heute, mit ein bisschen Wind drauf, ne, man muss Leben in Fisch haben, ist Sommer. Okay, kann man zwar schillen, aber immer mit einem Auge am Wasser oder auf der Pose. Okay, bis gleich. Das ist wieder ein Barsch, oder? Oder ein kleiner Hecht? Oh, ganz schöne Fluchten, ey. Alter, wo will der denn hin? Was ist das denn? Forelle oder was? Ne, Barsch. Hey, Junge. Der ist aber böse. Na gut, ich die Barsche an, Leute, ey. Schon wieder so ein dicker Moppel. Hammer. Hammerfisch. Komm her. Na. Ja, schöner Barsch, ne? Nicht schlecht. Ja, so kann man den Tag natürlich abrunden. Ich meine, die Hechte sind schon eine schöne Sache, aber die Barsche haben auch in sich, du. Respekt. Na gut,
machen wir die Jungen mal eben fertig. Ach ja, Leute. War das ein Tag, he? Ihr wart dabei. Wahnsinn. Bin mehr als zufrieden. Also würde ich sagen, wir fangen ja schon ab und zu gute Fische. Ab und zu kriegen wir mal richtig auf die Mütze. Aber heute war echt ein Bombentag. Und naja, für den Bestiensee, würde ich mal sagen, hat den Namen aller Ehren gemacht. Aber meine Frage, wo hättet ihr Interesse, mal was davon zu sehen? Mal ein bisschen mehr Karpfenangeln, noch mehr Spinnfischen, Zanderangeln auf Grund, keine Ahnung, Bootsfischen. Schreibt doch einfach mal in die Kommentare, was ihr sehen wollt von uns und probieren das einfach mal aus. Also wir sind immer wieder auf Anregungen, sagen wir mal, scharf, ne? Wo man sagt so, ey Leute, ne? Wenn viele sagen, mach mal das und das und das, dann wissen wir, was ihr möchtet. Und dann gehen wir natürlich gerne mal drauf ein. Also wie gesagt, wenn ihr Vorschläge habt, schreibt es in die Kommentare, würde mich total freuen. Und wichtig, abonnieren nicht vergessen, ne? Weil ihr wollt ja dabei bleiben für den nächsten Blödsinn, den wir treiben. Naja, wir sind jetzt erstmal fast fertig mit Einpacken und so ein bisschen Resümee. Was haben wir jetzt? 4, 5 dicke Barsche, ein Stör, 2 richtig fette Hechte. Was haben wir noch? Hechte, Barsche? Ja, Hechte, Barsche. Ja, Zander hat gefehlt. Ja, schade. Aber da müssen wir jetzt noch die Nacht für da bleiben, aber Köderfische sind alle. Und bei dem Wetter kriege ich gerade nicht so gut welche. Ich bin mehr als zufrieden, ich bin selig. Ich freue mich jetzt gleich auf mein Sofa, nee, auf mein Schwimmingpool, viel besser. Und ja, ihr schreibt in die Kommentare, was ihr euch wünscht. Ich packe jetzt langsam ein und morgen geht's weiter. Wir haben noch ein bisschen was am Programm. Aber eure Meinung ist uns wichtig und wir sehen uns dann auf jeden Fall. Also, tschüss und ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ciao, ciao.